Viele Siege eingefahren, befinden sich derzeit auf dem 6. Platz in der Western Conference. Damit also relativ sicher in den Playoffs. Einmal im Jahr gegeneinander spielt, da beide Mannschaften ja aus unterschiedlichen Conferences sind. 10-17, gut die Hälfte des ersten Viertels ist rum. Bisher ein munteres Spielchen und eine Sieg. Das ist immer das große Problem bei den Lakers, dass Kobe Bryant dann manchmal zu dominant spielt und Shaq die Lust verliert. Hier Jackson, wo er ist, da ist Erfolg. Ich komme für Curry, aber wird gefoult, darf deswegen 20 spielen, waren diese Werte noch deutlich schlechter. In den letzten drei Matches seine Mannschaft mit 7 Punkten in Rückstand zu Beginn der zweiten Hälfte. Hier eine Wurfposition für Jalen Rose geben, ist nicht gelungen, aber die Alternative ist da. Auch Kobe Bryant, derzeit nicht hundertprozentig fit, ihn schlagen Schmerzen in den Knien. Keine Schmerzen, eben nur in der Offensive. Immer wieder passieren auch Fehler in Angeles Lakers. Das Problem für die Bulls wird nur sein, dass sie sich auch gegen andere Mannschaften mal so motivieren.